Obwohl, nee, die ist gut. Ich glaube, wir verbannen Pascal. Mach weiter. Vielleicht was gucken meine Videos ja da mal jemand. Vielleicht werde ich ja doch noch berühmt für den Geld. Vielleicht. Ich muss sagen, ich finde die Traitor-Falle mit dem SWAT-Team hier ganz nice. Und jetzt klatsche ich meine Hängeeier gegen das Mikro. Die sind aber hohl. Die sind sehr hohl. Dass du nur noch auf deinen Nippeln gehst. Hat der gerade zugegeben, dass er Hängeeier hat? Ja. Ja, natürlich. Hohle Hängeeier. Hohle Hängeeier. Wenn du da mit der Nadel reinpiekst, dann platzen die. Hohle Hängeeier. Oder da kommt was rein. Oder ein perverses Schwein. Schwein. Ja, das muss so sein. Es war übrigens jetzt auch schon einige Minuten, Tage kein Trader mehr. Ich bin eine geile Frau. Das sagt sogar deine Frau. Warte mal, wo war das nochmal her? Einen Ring um meine Eier. Ah, okay. Ja, was? Ich hab mich nur gefragt, wo das herkam. Ich konnte weiterhelfen. Ja. Ja. Ich hab Sterns gefunden. Oh. Ah! Was ist das? Er kommt. Oh, hier, Skin wechseln. Mindestens 20 Demokratie pro Minute. Wer ist denn dran? Kevin war jetzt gerade dran. Wieder, ja. Leer. Leerraum. Oh, ich hab mich leer geschossen. Oh. Leerraum. Ich bin für... Wir brauchen ein Tintenfisch-Kostüm. Tintenfisch? Tintenfisch. Ich hatte eigentlich einen fischigen Skin hinzugefügt, aber ich habe vergessen, euch das zu sagen. Ich hätte gerne einen Tintenfisch. Ist wahrscheinlich sehr unpraktisch. Ein Tintenfisch. Tittenfisch. Ein Tisch. Tittentisch. Ein Tittentisch. Ach so. Ja. Fisch. Oh, ich hatte eben einen, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ein Tittentisch. Pascal, Peter hat einen Tittentisch, aber er weiß nicht mehr, wie er hieß. Ja. Okay. Ja, ist bestimmt wie bei IKEA, die haben alle Namen. Ja. Ja, was ist jetzt mit Skin? Ja, ich weiß es nicht. Tittentisch sucht er. Ich klicke gerade mal nicht. Er sucht jetzt den Tittentisch. Er klickt alle mal so richtig durch. Wir nehmen den. Mal so richtig durch. Also, wie heißt du? Könnt ihr die Fresse halten? Dann kann ich auch sagen, wen ich will. Ja, aber sag doch mal, wer das jetzt ist. Also. Wer? Ja, ich hab's gesagt. Ja, Zimmer hat's verschoben. Orange. Wen? Ja, nee, ich sag's. Du hast ja zugehört. Urosch. Nee, das hätte ich aber auch so nicht verstanden. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Urobusch. Urobusch. Uromov, der gute Wodka, der nur 2 Euro kostet. Das gute Gorbatschow-Wasser. Der. Gorbatschow-Kaffeewasser. So. Der ist nicht fett, der ist trainiert. Hallo, siehst du das nicht? Nee, sehe ich nicht. Für mich ich sehe ja tatsächlich auch nicht, warte mal. Ja, Stefan, verpiss dich. Nein, ich will doch nur gucken, wie du aussiehst. Okay. Ja. Du bist an der Seite doch auch. Ja, auch die Brust. Die Brustmuskeln sind zu sehen. Ist Stefan, aber nicht schön. Steh ich noch vor dir? Nein. Wer denn? Weiß ich nicht, ich bin weggelaufen. Ich bin weg. Hallo. Fuck. Zimmer war's. Ich war nämlich mit der Teleport gerade auf einmal weg. Okay. Ah. Hallo. Und du hast ihn erwischt, oder was? Ja, der ist wieder gespawnt. Okay. Weil ich denke auf einmal, gut, dass ich mich nach hinten bewegt habe und nicht nach vorne zu mir. Ach, ey. Gott, erschreck mich doch nicht so. Lol. Das war lustig. Du hast auf einmal losgeschossen wie so eine Sprinkleranlage. Also, wie ich immer. Mist. Wenn ich Pfade kriege. Ja, genau. Das war so ein Sabrina-Move. Ui, oh. Bist du in letzter Zeit sehr schreckhaft, Pascal? Was ist da los? Wirst du weich? Nee, Alex hat angefangen, mich zu schlagen. Achso, angefangen jetzt erst. Ja. Ich dachte, die macht das schon eine Weile. Nee, sie hat jetzt wirklich fester angefangen. Ah. Da vorne waren ja nur Klaps, aber jetzt benutzt sie teilweise schon die Faust. Und Gegenstände. Stahlhände.
Die fängt jetzt an, die Faust zu benutzen. Die kräftigen Stahlfäuste. Jetzt macht sie auch schon so ein bisschen treten. Noch mit Schuhen oder schon mit Schuhen oder noch barfuß? Noch barfuß. Ah, ich sag, dass wir den Schuh kommen nach der Hochzeit. Ja, dann ist ja alles im Kasten. Ja, dann habe ich wenigstens noch was auf, vielleicht mit alles im Kasten. Alles im Arsch. Der Absatz ja, bald auch. Vor allem, ja, genau. heute ist so lustig, ich schwitze voll. Ich schwitze voll. Wie du es gesagt hast, heute ist so lustig, ich schwitze voll. Das geht kaputt, das hier nicht. Ich will, dass dieser Abend nie endet. Hier wird geschossen. Alles klar, ich gehe heute. Tschüss, Kevin. Das hast du gesagt, ich gehe heute. Ja. Ey. Ja, da kannst du machen, Pascal, also heute auf so mich. Das war ein Versehen, ich wollte das Glas kaputt machen. Ja, ist klar. Ich glaube, dass ich auch heute gehen werde. Braid auf mich drauf geschossen. Braid auf mich drauf. Braid. So eine Mischung aus. Der hat die Kugel zurückgekriegt. Straight und A. Hier ist irgendwas, ich bin hier, glaube ich, ganz falsch. Ich werde nämlich in meiner Gegend. Oh. Ah! Ich sehe, wie in dem anderen Haus auf der anderen Seite jemand. Da schießt jemand auf mich! Da hat jemand auf mich geschossen. Ich habe keine Munition mehr. Doch, da drüben. Oh mein Gott, das war eine Rakete, glaube ich. Ich war es nicht, ich war neben Stefan. Nee, yeah, du warst es nicht. Das konntest du so schnell nicht. Ich hab auch die Scheibe kaputt gemacht. Zippe war da oben bei der kaputten Scheibe, hab ich auch gesehen. Ja, da wurde Scheibe. Nee, da hast du das gesehen, als die Rakete verkackt hast, oder was? Nee, ich stehe unter dem Haus. Achso. Ich sehe die ganze Zeit, wie der Zippe hier rüberschießt. War ich hier schon mal? Und ja, ich höre dich schießen, Stefan. Nee, ich schieß gar nicht. Ich hab nämlich eine Schrotflinte. Das ist ja mal ein. Ach, das ist ja witzig. Ich mach alle möglichen Fenster kaputt. Fenster. Hier ist ein Stefan, ich sehe den Pascal. Ich spring raus. Nein, ich spring doch nicht raus. Miraculix. Ich wollte gerade gucken, wie du rausspringst. Miraculix. Ah! Also ich vertraue jetzt einfach mal dem Pascal, aber dem Kevin jetzt so. Mir kannst du ja auch verstrauen. Ja, verstrauen. Wie kannst du verstrauen? Ich wollte die schubsen. Boah. Aber der Kevin hat sich selbst sehr wehgetan. Ja. Peter oder Sabrina sind es. Kevin, was machst du da hin? Ich wollte eigentlich hier runter gucken. Ayo, mir ganz super streuen. Da fahren Autos. Was? Da unten Stefan? Fahren Autos. Der Stefan ist tot. Aber warum? Das frage ich mich auch. Der war doch bei dir. Bei Pascal. Ja. Nee. Ja, ja. Dann Zeit, oder nicht? Nee. Ich sehe seine Leiche hier rumhängen. Ich warte auch bei Kevin. Ich habe gerade vermutet, dass Kevin das war. Kevin war da nicht. Der war hinten am Hubschrauberplatz. Ah, okay, dann sag ich das. Ja. Ich habe leider zu wenig Beweismaterial. Eigentlich kann es nur Sabu gewesen sein. Dann ist es der Pascal. Wo ist denn Peter? Nee. Wo ist denn Peter? Das weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist er ja auch noch am Leben. Das weiß ich nicht. Ja, siehst du. Aber als ich hier rüber geguckt habe, war die einzige, die ich gesehen habe, Sabu. Ja, ich sehe auch nur dich. Oder Peter ist einfach wieder still. Ja, das glaube ich auch. Wieso? Wie hängt der denn da? Sieht aber ziemlich witzig aus, wie der da hängt. I like it. Das sieht schon sehr witzig aus, aber... Also ich weiß ja nicht. Okay, da... Also ich habe auf jeden Fall, der wurde mit vielen schnellen Schüssen getötet. Der Stefan. Ja. Das habe ich nämlich gehört. Aber viele schnelle Schüsse gehen. Aber Sabu hat ja eine Schrotflinte, ne? Mhm. Also kann es ja eigentlich nur der Peter gewesen sein. Nein. Also ist da einer von euch? Nee, ich war das nicht. Ich habe Kevin draußen am Hubschrauberplatz gesehen. Das war. Da stand er auf der Kante und war am Runtergucken. Und mich zu töten wäre definitiv einfacher gewesen als Stefan eigentlich. Oder es ist der Peter, der hier vor mir steht. Ah.
Und weg da! Der Zecken. Ich sage doch noch weg da. Mensch, Kevin. Oh no, was ist passiert? Wer war das? Wo ist mein Kurant? Oh. Da kommt ein. Ach, da bist du. Ich bin das. Ja, ja, ja. Da kommt einer. Die Tür, ja. Ich habe da so einen großen, dicken Typen rumschleichen sehen. Ah. Ich habe gepupst. Ach Gott, das war laut. Das geht durch Wände. Hör auf, hier rüber zu schießen. Nein. Ah. Da triffst du eh nicht, du Affe, ey. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der ist auf der anderen Seite. Ja, das sehe ich. Das habe ich nicht so gedacht, aber ich weiß nicht. Ist auf der falschen Seite des Flures. Deine Sache. Warte, oh, ich habe keine Muni mehr. Ich muss jetzt leider mit der Pistole weiterschießen. Man sollte ja meinen, dass du leicht zu treffen bist. Sabu, hör mal gerade auf. Mist. Ich muss kurz damit hinten gehen, danke. Geht auch nichts. Geht auch nichts. Da, Bubu. Halt, Pressbrett. Pressbrettchen. Oh. Ich hoffe mal, dass ich dann doch mal was sehe und dann, ne, aber ich sehe es nicht. Ah. Ich sehe es einfach nicht. Du siehst es einfach nicht. Oh mein Gott! Ne. Ich finde das ja schon frech, dass ich für die letzten 3 Kills nur nicht einen Credit gekriegt habe. Ich muss sie auch nachgehen. Nee, confirm muss sie nicht. Was kriegt man die? Nein. Wo ist die Sabu? Nee, ich sehe jetzt wieder nichts. Sau, falsche Richtung. Ich hatte es auch so weit nicht. Ich musste halt weit weg von Sau. Ich hatte nur 2 AP. Die Schrot hätte auf 100 Meter getötet. Ja, aber ich habe halt nichts gesehen. Die Schrot hätte nicht getötet. Sabrina hat auch nichts gesehen. Richtig, die hat nämlich ihre Brille nicht an. Ja, doch, ich habe auch mit Brille nichts. Ich glaube, Sabu ist wieder in Lucent. Die bewegt sich nicht, die bewegt sich immer noch nicht. Nein, Sabu bewegt sich immer noch. Ja, ja, jetzt bewegt sich. Schon wieder. Dass man immer was sagen muss. Ja. Mhm. Also, Stefan, du hast das gesehen, ne? Ja. Ich laufe jetzt. Dann ist doch auch scheißegal, ob ich mich bewege oder nicht. Nee. Ja, warte, bin ich jetzt den falschen Teil gelungen? Anscheinend. Hm? Bitte? Peter, das war nicht gut. Wollte ich nur noch mal sagen, das war nicht schön, was du gemacht hast. Habt ihr Silber gefunden? Ich hab Peter gefunden. Hallo. Ich hab ja euch beide gefunden. Ja, und wer ist wieder abwesend? Also, warte, wenn Sabu jetzt hier diese Rakete macht, von oben sind wir alle tot auf einem Haufen. Da oben die Scheibe geht nicht kaputt. Das habe ich auch extra gesagt. Irgendwer hat mit einer Schrotflinte geschossen. Peter. Also, wir sind jetzt auf alle jeden Fall, wenn die Scheibe kaputt geht, sind wir tot. Toll, wir machen einen Circle Pit. Lass weiter im Kreis ja. laufen. Ja. Ich habe eine Granate vor mich geworfen, Sabu, ich würde nicht weiterlaufen. Ist die jetzt auch im Kreis? Ich dachte, das wäre Pascal. Jetzt nee, ist Pascal der Einzige, der abwesend ist. Ja. Ich bin hier, ich bin Sachen am Suchen. Ja, was denn am Suchen im Shop? Hm? Nee, hier bin ich, hier bin ich. Na, ich sehe dich noch nicht da. Okay. Ich muss ja nicht vorbeilaufen.
Geht mit weiter, also Pascal hat was geschmissen. Er hat Brandgranate geschmissen. Nee, eine Nebelgranate. Das ist Nebel, kein Brand. Nebel. Oh. Bauchnebel. Bauchnebelschnür. Das klingt fragwürdig. Was? Ach, jetzt ist es Rain Again. Ach, jetzt weiß ich, du hast ja Met getrunken. Nee, das ist nicht. Ich bin einfach nur müde. So, warum bist du hier abseits? Ja, weil du auch abseits gerannt bist. Oh, Idiot. Einer von euch ist verdächtigerweise Absatz gerannt. Und tut so, als ob sie sich jucken müsste. Absatz gerannt. War schon wieder eine Abseitsverein. Ich laufe im Uhrzeigersinn. Ihr seid die Falschlaufe. Uhrzeigersinn. Der Zippel ist schon wieder weg. Der Zippel ist schon wieder weg. Aha. Ich bin weg. Das geht aber jetzt auffällig. Abgehaue. Das ist aber jetzt auffällig. Das ist auffällig, schon mal. Warte. Nee. Aber sowas von. Guckt auf euer Score, weil ich habe meine Waffe an der Seite. Das war aber jetzt weil ich auf Tab gedrückt habe. Fast in die Hose gekackt. Cool, da ist ja schon wieder. Da ist er wieder. Jetzt habe ich viel zu wenige für einen vernünftigen Circle. Hä? Man kann auch alleine einen machen, Junge. Ist halt echt so. Wenn du alleine einen Circle Pit machst, bist du einfach nur ein Spasti, der im Kreis ist. Außer den beim Circle Pit noch dabei. Du bist bestimmt Pepsi Man. Pepsi Man! Peter! Zählt das aber doch nicht. Ja, ich stehe nämlich über euch. Ah. Oh, ich muss mich mal hinsetzen. Was ist denn hier in der. Was ist denn hier in der Kokosnuss? Da ist Koks drin. Wenn jetzt die Rakete kommt, ist zu betonen. Kokosnuss geklaut. Wer die Kokosnuss, geklaut. Die Melodie ist ein bisschen anders, aber okay. Textsicher bist du. Wer hat Kokosnuss geklaut? Hm. So geht das. Vorsicht hinter dir, Kevin. Ah, Peter hat mich angelogen. Anders gesungen, tatsächlich. Hm. Dann hast du falsch gesungen. Naja. Nein, im Kindergarten haben wir das alle so gesungen. Dann bist du mit einer Lüge aufgewachsen. Ja, ja. Man ist eh mit vielen Lügen aufgewachsen. Ach, jetzt wird sie wieder Dieb. Echt? Die erste Lüge war, dass meine Eltern gar nicht Mama und Papa heißen. Irgendwer ist raus aus dem Fenster. Ups. Wer ist raus aus dem Fenster? Irgendwer ist gestorben. Ich hab mich nur verletzt. Hast du dich nur verletzt? Ja. Kevin, du bist hurt. Peter. 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 Nein. Ich habe überhaupt keine. Ich bin die ganze Zeit hier oben. Ach so, jetzt Sabrina ist fast tot. Ach, ich bin eins unten. Oh. Ich versuche wieder hochzukommen. Ich vermute ja, dass es Sabrina ist. Nee, ich weiß auch. Hallo? Dass Sabrina ist. Ja. Warum? Weil es schon so lange dauert. Ja, wundert dich das. Ganz im Ernst. Das wundert mich nicht, weil du bist ja müde, deswegen dauert es ja so lange. Nee, das hätte auch so lange gedauert. Hm. Komm jetzt in den Tier. Warte. Sie sagt, nee, das hätte auch so lange gedauert. Also hat sie gesagt, sie ist straighter. Ja. Nee. Eigentlich schon doch. Guck mal, also, wenn du dann ist Stefan, Kevin. Stefan? Ja. Stefan? Lies mal zu, was steht da bei dem runter? Hä? Reputable. Was heißt das? Dass du für diese Runde ganz in Ordnung bist. Also dir kann man vertrauen. Du hast einen guten Ruf. Bei mir steht drunter, dass der suspekt ist. Was? Dass der suspekt ist. Okay. Du bist suspekt, deine Mama ist suspekt. Hast du den irgendwie markiert oder was? Ja, ich hab den markiert. Was glaubst du, wo ist es? Aber das ist ja komisch, dass wir da drin sind. Aber der wäre auch irgendwie doof. Wow! Kevin ist es. Das ist doch nicht. Doch. Dauert nur, weil Kevin Ich sehe meinen Mund von innen. Die Nasenlöcher. Soll ich dir mal? Ich habe halt die ganze Zeit gehofft, dass ihr mal näher zusammenrückt, aber das habt ihr ja nie getan. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit gehofft, dass irgendwie, dass du irgendwas machst, wenn ich sage, Sabu ist es. Sabu klappt. Peter, ich habe den Fernseher kaputt gemacht. Es klappt, Bart, die Kiste am rauschenden Bach. Klick, klapp. Was? Es klappt. Ist das nicht? Nee.
Doch, ach Gott. Klar, die Kiste aber ab. Hier hängt, was hängt denn hier? Hier hängt C4. Warum hängt da C4? C4? Ja. Wie C4? Hier hängt C4 an so einer Säule. Du bist C4. Hast du gehört, wie gesagt hat? Randy, Candy, Mandy. Candy, Mandy. Nein, bin ich nicht. Sandy. Peter ist es, weil er wieder versucht, die Schuld auf mich zu aber schieben. Aber das hängt schief und wirft die Schatten. Ich wollte gerade sagen, der wollte die Schuhe auf mich schieben. Das hat nicht gepasst. Ich glaube, das war nur Deko hier von der Map. Ja, weil die hängt schief und wirft einen Schatten. Ich glaube, das ist sonst nichts. Ja, aber Hauptsache ich bin's, ne? Hauptsache ich. Habe ich ja nicht gesagt. Ja, aber der Peter wieder. Ich wollte zu Recht. Der Peter war's. Der Peter hat es gesagt. Ja, das stimmt. Zu den Treppen geht's nach rechts. Dann haben wir hier den Floor 23, so Aufzüge, das Management, das Fitnesscenter. Geh jetzt hier mal weg, Peter. Du machst mich ganz nervös hier beim Lesen. Nervös. Ich gehe zum Fitnesscenter. Ja. Das Atrium, Public Relations. Du wolltest zum Fitnessstudio-Dingsbums hier. Ja, ich suche es. Ja, verschwinde. Und ich gehe zu den Sales. Verschwindibus. Sales. Ich bin jetzt direkt im Sales-Raum. Also ich versuche, Treppe zu finden. Der Snackautomat. Diamond is credits. Created by Yashimir. Jashimir. Assets and original map. Overkill Software. Other assorted assets by Valve Corporation. Mark 2580. Shadow Bonnie. Der ist Mark. Mark. Auf jeden Fall nicht Chef. Mark. Ja. Hast du gerade wirklich auf mich gesniped von da oben? Ich habe eigentlich nur... Aber wo ist denn die verfickte Fick-Scheiß-Fick-Treppe? Ah. Sabrina sucht die Trader-Treppe. Auf das Gefühl. Oh fuck. Oh, ich wollte eigentlich. Nein, schaffe ich. Das ist gestorben. Kevin ist tot. Echt? Ich glaube, der ist gefallen. Alten wahrscheinlich. Ja, so hat schon angehört wegen. Oh, nein. Ja, aber wohin? Wohin gefallen? Runter. Wohin genau? Bergauf. Ach du Scheiße! Also, Treppe. Was denn? Auf der Treppe ist Giftgas. Okay. Ja, ich sehe es auch. Okay. Es ist weg. Oh. Mal zumachen. Peter, ich glaub, Zimmer ist das nicht. Ich bin's nicht. Sicher? Aber Peter ist auf jeden Fall nie dead. Wieso bist du verletzt, Peter? Weil, wenn du Warum bist du verletzt? Weil wenn du die Treppe hochgehst, da Giftgas ist. Ja, würde ich schon auch sagen. Ich wollte nur gucken, was du hier machst. Hast du eine bist du fett? Bist du durch die Scheibe gefallen oder was? Ja. Mit meiner dicken Fresse. Oh, der Peter hat mir eine Brandgranate ins Gesicht geschmissen und mir 30 HP abgezogen. Da habe ich jetzt nicht so viel Mitleid. Ich glaube, der Peter ist es. Ja. Ist das wirklich? Oh, okay, nee, das war nur eine Disco. Okay. Kann aber auch gefährlich sein, wenn die Schweizer kaputt sind, oder? Ich glaube, ich habe einen Peter umgebracht. Oh nein. Ja, der hat geworfen. Ja, da liegt was. Auf meine Mauszeiger gekommen. Da liegt was. Ja, das war ich, sorry. Ja, okay, ja. Durch die Decke gefallen. Durch den Kopf hast du ihn geschossen. Ja, du hast dein Handy bekommen. Hast du ihm Handy gedrückt. Ich schieße auf eine Scheibe, um da durchzulaufen und laufe durch eine andere. Also will durch eine andere laufen, die zu war. Muss an meinem Körper liegen. Da hängt eine Melone. Da hängt eine Melone. Jetzt hat der Peter mir das mit dem vertrauenswürdig kaputt gemacht. Hat aber auch schon lange eine Melone. Die hängt da so, als könnte die jemand da hingehängt haben, der eventuell ein bisschen Ahnung von der Melone hat. Das kannst ja nur du sein. Dankeschön, aber ich war's nicht. Lohne. Pascal. Suspekt. Ist jetzt natürlich die Frage, ob du wirklich den Peter aus Versehen erschossen hast, weil du hast ihm ja wirklich einen Headshot gegeben. Ja, das hab ich sogar wirklich. Ich hatte ihn im Visier, dann hat er was geworfen und dann bin ich auf meinen Mauszeiger gekommen. Gar nicht so weit weg hängt die Melone. Wo ist er denn? Das weiß ich nicht. Da gibt es nur einen Fehler. Wo hängt die Melone? Ich bin die auf Melone. Dem Dach. Die Melone hängt drin. Ach, woher weißt du denn, dass da die Melone hängt? Weil du drin bist und sagst, hier hängt eine Melone. Okay. Ja, das hätte ja sein können, dass du... Ich bin einfach mal davon ausgegangen.
dass du jetzt hier auch den genauen Raum kennst. Nein. Sabrina? Aber ich komm mal runter. Komm mal mit. Aua, ich hab mir mit. Lichttreppe runter, hier. Andere, mein Gott, ey, von 10.000 falschen Richtungen und einer, ja gut. Hä? Das Addon TTT? Homing Rüdiger. Ich hab die Melone kaputt gemacht. Ich hab noch 10 Leben. Okay, Pascal ist es nicht, aber hier hat jemand eine Warum habe ich das denn nicht gesehen? Wegen deiner breiten Schulter. Das ist offensichtlich nee, die hat ja eine breite Schulter, das sah man dahinter nicht. Das nicht, aber in dem Moment, wo oben kommt, dass Rüdiger ausgerüstet wurde, aber ja, ja da gerade die Melone platt macht, das war so, das hat nicht geklappt. Waren alle anderen tot oder was? Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass du auch tot bist, Kevin. Ach ja, du bist ja runtergefallen. Okay, ja, der ist runtergefallen, ja. Entschuldigung, ja. Peter. Okay. Hätte ich mitkriegen können, das stimmt. Mhm. Aha. Ich bin schon wieder innocent, nee. Stefan ist es. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Was hast du denn da? Achso, das sah aus, als hättest du einen Raketenwerfer. Aber ist dir was aufgefallen? Was denn? No. Während wir hier im Kreis gelaufen sind, hat jemand die Traitor-Falle aktiviert. Stimmt. Ach, lauft die wieder im Kreis? Hm. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich war sagen. Ja? Kommst Captain du dann drauf? Kevin und Sibyl würden diese Falle nicht auslösen. Ich hab aber Sabrina, da hast du dir die Melone ja richtig gut hingehängt. Danke. So, dass man gar nicht wusste, dass du das warst. Mhm. Da hast du dich das selbst übertroffen. Also Kevin würde ich ausschließen, weil Kevin ist kurz bevor das in der Mitte, meine ich, anging, ist er daher gerannt. Ich könnte Sabrina doch besser. Ich war da gar nicht. Ich war in irgendwelchen Räumen und jetzt bin ich auf dem Dach. Ist auch eine Pistole. Du hast eine Super Grover gerade in der Hand. Nee. Doch. Wollen wir testen? Ja, zeig an Stefan. Warte, wenn du mir näher kommst, ja. Aber man kann doch schubsen damit, oder nicht? Und dann hey, hau ab, ich bin nicht Stefan. Geh weg, ich bin nicht Peter. Wenn du, näher kommst, ich erschieß dich. Ja, man kann, weiß ich nicht. Das? Kann man mit der Super Crowbar schubsen? Weiß ich nicht. Nein. Okay, wenn man das nicht weiß. Nein, hast du gesagt? Hey. Du hast nein gesagt. Sim hat gerade verhoffen, dachte ich, Kevin. Ich mal das hab ich gar nicht. Okay. Er sagt, er hat's nicht. Genau über euch. Er hat aber gesagt, er hat's nicht. Nee. Weil Kevin sagt doch, nee. Aber dann war der dann nicht. Der war das nicht, wenn er gesagt hat. War das der Teleporter war ist? Es nicht. Nee, ne? Nein, wir sind jetzt alle langsamer gewesen. Pascal, wo bist du denn? Das ist ja komisch. Jetzt noch mal. Einmal hast du noch. Au! Bin ich einfach ins Freie gespawnt? Ich laufe gerade aus und bin auf einmal nicht mehr. Ich will nicht mehr leben. Draußen fahren Autos, cool. Zimmer, das Schlimme ist, weil ich habe auf Stefan geguckt, ne? Also ich habe den Namen nicht gesehen, sehe nur einen da laufen und auf einmal schießt er irgendwo einer. Ich dachte, der hätte auf mich geschossen. Ich habe die ganze Zeit versucht, so direkt hinter dir zu sein und dann Slow-Mo anzumachen. Damit das so richtig cool so bam, bam. Ich benutze jetzt mein Stasis-Modul und benutze das an einem Gegenstand und dann schlage ich da 7-mal drauf und dann fliegt es ganz schnell weg. Oh. Das klingt nach einem Plan. Bin schon wieder kein Traitor. Das tut mir leid. Irgendwann das ist wirklich gemein. Das ist jetzt wirklich lange schon her. Ja. Wow. Doch, muss ich auch sagen. Recht. Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, das muss man einfach mal feststellen. Ne? Wirklich bedauerlich. Ich knall direkt auf. Wo ist die Drecksau? Wer? Man kann die Lampe ja gar nicht nehmen. Ich? Hm? Warum bin ich eine Drecksau? Weil du bist. Ja, wo das herkommt. Weiß ich jetzt auch nicht, wo das herkommt. Gott, der Schimmer ist später, deswegen. Mhm. Wenn du meinst. Achtung, da hängt C4. Ich hab's gerade kurz angehört. Hier baumelt die Lampe. Kommen. Die Lampe. Ja, weil irgendwer auf die Lampe geschossen hat. Ach so, witzig. Ja, die wirft dann auch das Licht so cool. Oh. Guck mal,
cool. Ja. Also nice. Wer ist das da unten in der Mitte? Ich. Irgendwas durch die Scheibe. Kevin, geh mal schnell weg. Kevin, geh weg. Ich weiß, dass das eine Traitor-Falle hier ist. Nein, der Zippo wurde gerade abgeknallt. Auf dem Dach neben dir oben. Also nicht auf dem Dach, in der obersten Reihe. Ja, ich würde sagen, verdient. Das hat er gerade mit mir gemacht. Nein, war ja nicht auf dem Dach. Das war von Stefan. Ist doch egal. Der hat sowas gerade mit mir gemacht. Ist ja Stefan das? Oh, Anni, Stefan. Ach komm, ey, Mann! Dass du immer da rumkommst! Du lieber Himmel, ey. Ich wusste ja nicht, wer ihr beiden seid, deswegen dachte ich, der Stefan aber... ist gerade wow, du kennst deinen besten Freund ja richtig gut. Mhm. Und Pascal auch. So langsam tatsächlich. Ja. Hallo. Okay, das war die Folge, wa? Bis zum nächsten. Tschüss.